Fangen Sie das? Das habe ich nach unserer Landung gesehen. Sie kennen das Ende? Was sagen Sie dazu? Was zum Teufel war das? Da etwas! Es war etwas! Ich habe gesehen, was mit dem Boot passiert ist. Aber ich dachte, das war nur eine Anomalie. Ich werde die Daten an die DIA weiterleiten. Aber machen Sie erstmal weiter wie geplant. Kontaktieren Sie das Sierra-Team und koordinieren Sie den Luftangriff. Zentrale, Sierra Lead, Kurs 270, Höhe 7, 16 Klicks bis zum Ziel. Wir haben hier beträchtliche Funkstörungen. Vermutlich KVA-Musik. Verstanden. Oh ja, endlich tut sich mal was bei diesem Ausflug. Ganz ruhig, Sierra 2. Sie werfen ihre Bomben ab, verstanden? Ja, verstanden. Ich wusste es. Sean O'Neill. Sierra Lead, Abwurf bei 7, over. Roger. Abwurf mit Leader, over. Roger, Zentrale. Bald ist die KVA isoliert. Jetzt müssen wir Ihre Kommandozentrale im Strandresort neutralisieren. Halten Sie sich dort bereit. Bomben ausgeklinkt. Positiv. Verdammt! Sierra Lead, neue Befehle vom JSOC. Sierra 2 leistet ab sofort Bodenunterstützung. Roger, Zentrale. Negativ, Zentrale. Schicken Sie Sierra 3. Abgeschirmter Behälter für Kernbrennstoffe. Die KVA benutzt solche Behälter für den Transport von Atomsprengköpfen. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, zwei Jeeps nähern sich. Versau das nicht. Die beiden halten Kontakt zu ihrer Verstärkung. Etwas weiter hinten fährt noch ein Jeep Richtung Strand. Und einen BMT haben sie auch. Außerdem sehe ich zwei Truppentransporter und einen Helikopter. Ach, scheiß drauf. Zerstör einfach das ganze verdammte Ressort. Mehrere KVA-Trucks nähern sich dem Strand. O'Neill, hör zu. Ich habe nicht vor, das alleine durchzuziehen. Ich brauche Munition. Was hast du? Okay. Warte, während ich auf ihr Netz zugreife. Drei Bandits in Sicht. Kurs 150. Höhe 25, 450 rechts. Die haben mich. Leite Gegenmaßnahmen ein. Drehe nach rechts ab. Komm schon, komm schon. Hol nach links. Ich versuch sie abzuschütteln! Scheiße! Ich bin getroffen! Linkes Triebwerk! Sierra 2 hat's erwischt. Ich wiederhole, Sierra 2... Großartig. Psycho, Emerson hier. Gerade kommen neue Daten rein. Sehen Sie sich das an. Die Rakete hat auch O'Neills Kamera zerstört, aber vorher hat sie noch das hier eingefangen. Verstanden. Maximales Tempo. Haben wir O'Neills Notsignal schon geortet? Der Behälter hat Priorität. Diese Fotos könnten Aufschluss über seinen Inhalt und seinen Bestimmungsort geben. Ihren Funksprüchen nach will die KVA O'Neills Jet untersuchen. Sie müssen die Kamera vor Ihnen finden. Tarnfeld aktiviert. Und was wird aus dem Piloten? Überlassen Sie O'Neill dem Air Command. Ihr Primärziel ist dieser Behälter. Keine Werbungsaktion. Ich kann beides machen. Deine Mission ist zu wichtig, Psycho. Ich komm schon klar. Bleib einfach, wo du bist, O'Neill. Ich hol dich da raus. Schön, wie Sie wollen. Aber wenn Sie von der Mission abweichen, sind Sie auf sich gestellt. Ich kann Sie nicht unterstützen. Und glauben Sie nicht, dass ich nicht noch andere Teams für diesen Job habe. Hier oben! Danke, Sykes. Mann, das gibt sicher mächtigen Ärger, dass du dich einem direkten Befehl widersetzt hast. Ist das was Neues?
Ich habe nach dem Absprung Geschützfeuer gesehen. Haben wir da draußen Kampfeinheiten? Nicht, dass ich wüsste. Das ist ein Projekt 914, Fracht-U-Boot, Delta-4-Klasse. Die Russen haben den Koreanern vor Jahren den Prototypen verkauft. Das Ding gehört ins Museum. Warte. Unbewaffnet. Es gibt Regeln, an die ich mich halte. Koordinaten hochgeladen. Gehen wir! Big Mother, Sierra 2. Nähere mich SP Tango. Die KVA ist immer noch da! Ich brauche Platz zum Atmen, damit ich den Vogel hier rausbringen kann! Auch sind wir erledigt. Dann haben wir keine Chance, es zu orten. Wir würden es vermutlich erst wiedersehen, wenn es die USS Lexington versenkt. Also beeilen Sie sich. Jawohl, Ma'am. Du musst den Hafen da vorne infiltrieren, um zum U-Boot zu kommen. Die Vorderseite ist gut gesichert. Such dir also lieber einen anderen Weg. Okay, das U-Boot liegt noch im Hafen. Die Ladeluken sind zu. Kann sein, dass es einen neuen Code Blau.